Ich muss Fallout ja mal für seine Musik loben. Das mache ich selten. Ich finde die Musik in Fallout meistens. Es ist Hintergrundmusik. Ja, aber gerade spielt das Lied nicht, aber ich habe auch gerade nochmal den Spielstand geladen. Die haben es echt hinbekommen, echt atmosphärisch, ich nenne es mal Steinzeitmusik hinzukriegen hier. Ähnlich der, die man in Secret of Evermore erwartet. Beziehungsweise, was heißt erwartet, wie dort spielt. Ist echt cool, sobald das Lied nochmal spielt an der Stelle, wo man es halt gut raushören kann, werde ich nochmal gucken, dass ich das lauter mache. Naja, aber wir sind hier stehen geblieben. Gab gestern, glaube ich, einen Folgenausfall, aber ich kam halt nicht so sehr zum Aufnehmen diese Woche. Keine Sorge, ich bin noch voll am Ball dran, nur ein Tag ging halt wirklich nicht. Ja, wir werden jetzt ins Safari Adventure Empfangszentrum oder auch das dreieckige Gebäude gehen, wobei der Name mir doch schon besser gefiel. Na gut, wir gehen mal da rein. Ich hoffe, dass die Musik dieselbe bleibt, die ist gerade noch gleich. Ah, jetzt hat sie gewechselt. Dreieckhaus. Hab Tür. Sie tun nie öffnen. Okay, also hier gibt es eine Tür, die Setuni öffnet. Aber sieht echt cool aus hier, finde ich. Hey, du da. Na, Setuni nicht gut. Das war eher die Splatterkanone. Von der wir auch nicht mehr so viel Munition haben. Das heißt, wir können ja Spaß erwarten, denn wir können ja nicht mit der feuerregenden Flinte arbeiten, weil die Dinger. Die Dinger, Seto und sein Affe, kriegen ordentlichen Gebietsschaden und werden dann auch direkt sich wehren gegen uns. Deswegen, Nuka Rush Rezept. Nochmal, ja. Oh yeah, fuck. Ja, ich habe inzwischen auch verstanden, wofür die ganzen Rezepte sind. Natürlich für diese Nuka Mix-Bänke. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass wir die nicht so viel Diese Tür brauchen. sieht und nicht wissen, wie öffnen. Finde ich cool, dass es mit A anfängt, ja. Haben eine wichtige Botschaft an. Chipmunk, sag ihnen, was unser Name bedeutet. Was machst du da? Das Ding läuft schon. Sag nicht einfach AFAD. Erklär ihnen, wofür das steht. Das hier ist eine ernste Sache, Rabbit. Und ich habe die Aufnahme schon gestartet. Das schneiden wir später raus. Jetzt sag's ihnen. Nun gut. Wir, die Animal Friends and Defenders, haben eine wichtige Botschaft an diejenigen, die für die Zerstörung der Umwelt verantwortlich sind. Wir werden nicht untätig zusehen, wie ihr unsere tierischen Brüder und Schwestern ausrottet. Dagegen werden wir etwas unternehmen. Wir werden nicht dulden, dass Firmen unsere tierischen Brüder und Schwestern im Namen der sogenannten Wissenschaft misshandeln. Dagegen werden wir etwas unternehmen. Wir werden nicht wegsehen, wenn. Vergiss nicht den Teil mit dem sinnlosen Abschlachten der Tiere, um sie zu essen. Du weißt, was ich hier aufnehme, oder? Siehst du das rote Licht? Tut mir leid, Chipmunk. Ich wollte nur, also, naja. Nimm das Band raus, wir versuchen es nochmal. Und danach schmeißt du nicht das richtige Band weg und behältst das falsche wie beim letzten Mal. Ganz im Ernst, ich kenne dieses. Siehst du nicht, dass ich gerade aufnehme? Wie oft meine Mutter damals reinkam und ich sie rausgeschoot habe. Naja, Terminal des Empfangszentrums. Memo. Auch in diesem Monat werden die Safari-Adventure wieder Schulexkursionen statt. Moment. Werden im Safari-Adventure wieder Schulexkursionen stattfinden. Aufgrund des bedauerlichen Unfalls und der nachfolgenden Säuberungsmaßnahmen nach dem Ausbruch im Großkatzenbereich im letzten Monat bitten wir darum, alle Schulgruppen von mindestens einer Aufsichtsperson pro 6 Kindern begleiten zu lassen. Achten Sie außerdem darauf, dass alle Besucher die Haftungsverzichtserklärung, habe ich auch schon mal unterschrieben, riesiger Bullshit, für Todesfälle und Verstümmelungen unterschreiben. Tatsächlich, sowas musste ich schon unterschreiben. Weitere Fragen können Sie an die Abteilung für Gästeinformation richten. Ich war tatsächlich mal im Wipeout-Park in Holland. Könnt ihr euch ja mal reinziehen. Es treten weiterhin Sicherheitsprobleme mit der fehlgeleiteten und radikalen Gruppe AFED, Animal Friends and Defenders, auf. Ihre Mitglieder sind an Tiermasken und verschiedenen Tätowierungen zu erkennen. Außerdem treten sie gelegentlich auch als Tiere verkleidet auf. Sollten sie eine dieser Personen entdecken, versuchen sie nicht,
sich ihr zu nähern. Wenden Sie sich an das Sicherheitsbüro oder aktivieren Sie die nächstgelegene Protektron-Kapsel. Klingt für mich ein bisschen nach den... Moment, die Jünger, die Verkäufer und... Ich will immer Radikalen sagen, aber es ist das Rudel. Alle mit Projekt Kobalt gekennzeichneten eingehenden Lieferungen sollten zum sicheren Getränkespezialistenlabor in der Nuka World Abfüllanlage weitergeleitet werden. Diese Gegenstände sind nicht für die Verwendung durch unser Personal gedacht. Mitarbeiter, die derartige Lieferungen ohne Genehmigung öffnen, werden daher fristlos entlassen. Aufgrund des Sicherheitsverstoßes der AFED-Gruppe in der Klonanlage gilt ab jetzt Code Grizzly. Bitte verweisen Sie alle Besucher oder etwaige Fragen über die Anlage direkt an Mr. Bradburtons Büro. Darüber hinaus darf die Baustelle der wütenden Anaconda nur noch vom Sicherheitspersonal betreten werden. Die Aufbauten der Achterbahn sind in gefährlicher Weise instabil und wir möchten nicht, dass sich unsere Mitarbeiter verletzen. Warum so ein Packen auf so einem Informationsterminal steht, ist mir noch nicht bewusst. Jo, Lösegeldforderung. Zu Händen Mr. Bradburton oder einem seiner Lakaien. Wir haben es auf die nette Tour versucht und sie haben nicht mitgespielt. Sie sind sogar so weit gegangen, uns den Zutritt zu ihren Parks zu verwehren. Nun ja, wir leben in einem freien Land. Ganz gleich, was ihr Bonzen denkt. Alfred wird ihnen zeigen, dass sie nicht die Kontrolle haben, die sie sich mit ihrem Geld erkaufen wollten. Wir halten ihren Spitzenwissenschaftler Dr. Hein genau an der Stelle als Geisel gefangen, an der sie ihre tolle wütende Anaconda errichten wollen. Wenn sie allein kommen, können wir über die Bedingungen seiner Freilassung reden. Wenn sie die Polizei mitbringen, verlieren sie ihren besten Angestellten. Treffen sie die richtige Entscheidung, Mr. Bradburton? Aethet? Naja. Anlagensicherheitsstufen. Aufgrund des in jüngster Zeit erfolgten Anstiegs an Sicherheitsverletzungen im Safari Adventure haben wir die Sicherheitsstufen für diese Anlage neu festgelegt. Code Chinchilla. Normaler Betrieb. Keine aktiven Sicherheitsmaßnahmen. Code Orang-Utan. Sicherheitsprotokolle im geringen Ausmaß wurden eingeleitet. Code Dingo. Sicherheitsprotokolle im mittleren Ausmaß. Code Grizzly. Die vollständige Sicherheitsabriegelung wurde eingeleitet. Achtung, Code Grizzly. Für diese Anlage gilt eine vollständige Sicherheitsabriegelung. Neben Dr. Hein, der McDermott und Mr. Bradburton. Wie der? Moment, ich habe mich voll verlesen. Neben Dr. Hein, Dr. Dermott und Mr. Bradburton haben keine weiteren Personen Zutritt zum Labor. Jeder Versuch, in die Anlage einzudringen, hat den Einsatz tödlicher Gewalt zur Folge. Weitere Informationen erhalten Sie bei L.B. Shelton im Sicherheitsbüro. So, und jetzt können wir mit Zeddauer reden. Wo ist er denn? Irgendwas ist hier spooky, ja? Naja, aber gut. Dass hier Wind gehen kann, ja, aber so krass, nein. Dr. Hein wurde anscheinend gekidnappt und zu einer gewissen wütenden Anaconda gebracht. Wenn wir das finden, finden wir auch seinen Zugangscode für die Klonanlage. Klingen wie Name von Schlange aus alter Zoo. Oh, vielleicht Doktor unser großer Metall... Schlange. Jetzt sag nicht, wir müssen uns das nochmal geben. Dr. Hein wurde anscheinend gekidnappt und zu einer gewissen wütenden Anaconda gebracht. Wenn wir das finden. In klassischer Fallout-Manier ist es halt so, der Dialog geht los und die Quest wird aktualisiert. So, ich meine, gut, so wie sie es jetzt haben, ist besser, wenn man was übersehen hat, aber jetzt nervt es gerade einfach. Wie auch sein Zugangscode für die Klonanlage. Klingen wie Name von Schlange aus alter Zoo. Oh, vielleicht Doktor unter großer Metallschlange. Ja. Große Metallschlange? Das klingt ziemlich absurd. Neuer Freund, nicht Sorgen machen. Zito Wissen. Es große... Wie Wort dafür? Bahn. Bahn wie große Schlange. Zito sehen von überall. Sehr groß. Sehr wie Schlange. Auf Hügel hinter Zoo. Vielleicht Doktormann dort? Na? Woher weißt du, dass eine Anaconda eine Schlange ist, Zito? Zito versuchen lernen Wörter von Zoo. Viele Wörter in Zoo. Wörter und Bilder. Zito sehen Anaconda in Haus mit Schlangen. Bilder in Haus mit Schlangen aussehen wie große Metallschlange auf Hügel. Zito schlau. Ja, ich muss man sagen. Für einen Höhlenmenschen ist er schon echt clever.
Sehr gut, Sito. Ich hab gewusst, du bist eine Hilfe. Sito helfen. Sito mögen helfen, neuer Freund. Alles klar, Sito. Dann, Sito, gehen wir weiter. So, der hat auch schon keinen Bock mehr hier rumzuhängen, deswegen helfen wir dem mal, ihn runter zu katapultieren. Tschüss, mein Freund! So. Und dann suchen wir jetzt eine riesige Schlange. Also, ich weiß, wo ich eine finden kann, aber ich weiß nicht, wo hier eine im Park versteckt ist. Das ist die Musik. Ich mache jetzt gleich lauter, wenn die Ladezeit in den nächsten 4 Monaten fertig ist. Also ich werde die jetzt mal tatsächlich kurz hochstellen. Ich finde die klasse, also wirklich. Ich schweige auch mal kurz und ja, Schweigen ist Gold gerade. Also, ich glaube, man hätte sie hören müssen, aber halt die ganze Zeit in diesem... Ich glaube, es wird mit einem Xylophon gemacht, diese Geräusche. Also die ganze Zeit in diesem Stil, das ist halt so stereotyp schon.